bin der Rafa vom Munich MMA. Ich zeige dir 10 verschiedene Dinge, die du im Training und auf dem Wettkampf lassen solltest, weil du im Training damit deine Partner gefährdest und auf dem Wettkampf im schlimmsten Fall disqualifiziert wirst. Die erste Technik ist der Slam. Beim Slam gibt es verschiedene Varianten, die zur Disqualifikation führen. Einmal zum Beispiel aus der Close Guard. Ich nehme den anderen hoch und schlage ihn so fest ich kann auf den Rücken. Aber auch zum Beispiel, wenn der andere in der Triangle ist oder auch im Armbar, wenn ich den hochhebe und dann fallen lasse, dann werde ich disqualifiziert wegen dem Slam. Es gibt nur eine letzte Situation und das ist zum Beispiel, wenn ich einen Takedown mache, ich hebe den anderen aus und es ist dann ein Slam, wenn ich das nicht in einer Bewegung mache. Also wenn ich ihn aushebe, rumlaufe und ihn dann erst werfe, dann ist es ein Slam. Wenn ich ihn aber in der Bewegung aushebe und dann direkt werfe, dann ist es einfach ein Takedown. Okay, da muss man sich keinen Kopf machen, aber ein Takedown einfach flüssig ausführen und dann kann man den anderen auch gut aufzementieren, zumindest im Wettkampf. Aber wenn man den anderen eben aushebt und dann rumläuft, dann wird man auf jeden Fall disqualifiziert. Und im Training natürlich immer langsam die Leute runterlassen und eben komplett auf Slams eigentlich verzichten. Der zweite Punkt ist der Can Opener. Der Can Opener ist eine Technik in der Close Guard, wo man von oben mit beiden Händen wie bei einem Thai Clinch in den Nacken greift und mit den Ellbogen den Nacken zu sich hebelt. Okay, das ist im BJJ und im No-Gi immer verboten. Zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 3, ist das Reaping. Das ist je nach Regelwerk allerdings meistens verboten, vor allem im Gi eigentlich immer verboten. Und lest euch hier einfach nur das Regelwerk vom entsprechenden Turnier an, wo ihr kämpft. Und im Training ist es so, dass Reaping nur im No-Gi erlaubt ist und auch das eher für, sag ich mal, ab Blaugurt. Hier am besten einfach im Gym nachfragen, wie was gehandhabt wird. Es gibt auch noch ein paar andere Folgeregeln, wo das so ist. Reaping ist, wenn du zum Beispiel in dieser klassischen Fußhebelsituation bist, also du kontrollierst das Bein, hast eben zum Beispiel diese Single Leg X-Guard und dann fängst du an, mit deinem äußeren Bein über das Bein vom Partner zu haken, über die Körpermitte hinaus und du blockierst immer noch das Bein. Dann entsteht sehr viel Druck aufs Knie und dein Partner kann sich eben verletzen, beziehungsweise auch dein Gegner, und deswegen wurde das vor allem im Gi auch verboten. Als nächstes kommt der Verbal Tap. Okay, also wenn ich irgendwie Au oder A oder Tap sage, dann ist der Kampf in der Regel vorbei. Einfach weil man so tappen kann, das ist auch im Training, das solltest du so machen, wenn du keine Hand frei hast. Im Wettkampf ist natürlich der Kampf auch vorbei. Was du allerdings verhindern solltest, ist, wenn du zum Beispiel hart geworfen wirst, eben großen Laut von dir zu geben, weil auch das kann als Tap gewertet werden. Und vor allem bei der IBJJF, da wird jeder Laut als Tap gewertet. Also wenn du zum Beispiel hart an der Submission ziehst und dabei ein Stöhnen von dir gibst, weil du so hart ziehst und so einen Krafteinsatz ziehst, dann wirst du dafür disqualifiziert, weil du eben getappt hast. Also am besten kein Geräusch von sich geben, was danach wirkt. Und im Training ist es auch eher unangebracht, sag ich mal, vor lauter Kraftanstrengung irgendein Geräusch von sich geben. Wenn du das machst, dann machst du auf jeden Fall was falsch und du solltest deine Intensität anpassen. Du solltest eigentlich immer normal und locker atmen können. Der fünfte Punkt ist das Close Guard Springen. Beim Close Guard Springen habe ich persönlich schon sehr viele Verletzungen gesehen. Das ist was im Wettkampf eigentlich immer ab Blaugurt erlaubt ist, als Weißgurt eigentlich immer verboten, genau aus diesem Grund, weil die Leute eben Close Guard springen wollen, also um die Hüfte springen wollen, aber sich verschätzen oder es nicht besser wissen und beim anderen auf dem Knie landen. Und das sind normalerweise Verletzungen, die eine Recovery von bis zu über einem Jahr mit sich ziehen. Und deswegen sind sie im Training, bei uns zumindest, immer verboten. Und ich kenne auch die meisten anderen Gyms, die das eigentlich auch komplett verboten haben. Als sechster Punkt sind blutende und offene Wunden. Wenn du zum Beispiel einen Cut geschlagen bekommst im Wettkampf, dann kannst du grundsätzlich weiterkämpfen, allerdings musst du es schaffen, die Blutung zu stillen. Also hast normalerweise einen bestimmten Zeitrahmen von 5 bis 10 Minuten, je nach Wettkampf, wo du eben die Blutung stillen kannst. Und wenn das läuft, dann kannst du weitermachen. Da helfen dir normalerweise auch die Sanitätskräfte vor Ort. Und im Training sowieso einfach mit offenen Wunden und mit blutenden Wunden nicht mehr weiter trainieren, Pause machen und gegebenenfalls eben zum Arzt gehen, um das nähen zu lassen.
Eine Sache, die auch verboten ist, sind einzelne Finger zu greifen. Also die Regel ist bei den meisten Turnieren, ich muss mindestens 3 Finger greifen, um zum Beispiel einen Griff zu öffnen. Einzelne Finger sind aber immer verboten. Okay, und schon gar nicht darf ich sie hebeln. Der 8. Punkt ist sehr ähnlich zum Close Guard Springen. Es entstehen ähnliche Verletzungen, und zwar der Scissor Takedown. Beim Scissor Takedown springe ich seitlich in die Beine. Und auch hier, wenn ich es nicht richtig mache, was sehr viele nicht richtig machen, kann ich den anderen wieder schwer am Knie verletzen, weil ich mit meinem ganzen Gewicht auf dem Knie lande. Deswegen im Training als auch in den allermeisten Wettkämpfen, außer vielleicht im No-Gi, bei ganz hohem Niveau ist es eigentlich immer verboten. Deswegen am besten lassen, und falls man es machen will, dann gut lernen und dann, wie gesagt, eigentlich nur im No-Gi auf höchstem Niveau, da darfst du es machen. Und im Training, in eigentlich allen Gyms, ist es verboten. Der 9. Punkt sind Beinhebel. Beinhebel sind die große Variation am Beinhebel gibt es. Es gibt den Straight Ankle Lock, den Knee Bar, den Heel Hook, den Toe Hold, verschiedene Arten von Calf Slicer. Was hier wichtig ist, lest immer das Regelwerk vorher. Also schaut euch an, was ihr machen dürft davon und wie die Regeln sind. Wenn ihr in Gyms seid, wenn ihr in fremden Gyms seid vor allem, schaut immer an oder fragt immer vorher, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Da hält es jeder so ein bisschen unterschiedlich. Das Wichtigste ist vor allem, sage ich mal, bei Heel-Hooks, sprecht es vorher ab im Training. Schaut, dass der andere kein kompletter Beginner ist, da kann man sich auch schwer verletzen. Und im Wettkampf liest das Regelwerk. Okay, Straight Ankle Locks sind fast immer erlaubt. Heel-Hooks sind so gut wie immer verboten. Im Gi sind sie immer verboten. Im No-Gi sind sie auch meistens nur auf höchstem Niveau erlaubt. Als 10. Punkt kommen wir zum nicht sportlichen Verhalten. Das sollte natürlich auf der Matte gegeben sein und auch im Wettkampf. Und sportliches Verhalten ist einfach der Überbegriff eigentlich für viele Dinge. Also einfach nicht den anderen beschimpfen, einfach sportlich fair bleiben, nicht diskutieren, einfach sportlich bleiben, das Ganze akzeptieren, was passiert. Und oft im Training wollen wir uns an den Partner anpassen. Und im Wettkampf wollen wir natürlich hart kämpfen, aber fair. Das waren jetzt die 10 Punkte. Ich hoffe, dass ihr sie im Training sowieso anwendet. Und im Wettkampf hoffe ich, dass ich verhindern kann, dass ihr disqualifiziert werdet. Haltet euch einfach an die Punkte. Das gehört dazu, wenn man den Sport macht. Und man will eben sein Gegenüber, egal im Wettkampf oder auch auf der Matte, fair behandeln und ja auch weiter trainieren können.